So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Asmodee hat seine Herbstneuheiten vorgestellt und wie üblich sind das richtig viele Spiele. Ein Großteil davon wird zur Spiel 2023 erscheinen. Manche Spiele sind schon vorher im Laden. Manche Spiele erscheinen dann zur Spiel. Einige Spiele wird es auch erst dann deutlich später geben. Aber man kann sehr gespannt sein, was es da so geben wird. Wie gesagt, aus ganz vielen verschiedenen Bereichen für Familienspieler, Kennerspieler, Expertenspieler, für Leute, die Partyspiele mögen, für Leute, die auf Miniaturenspiele stehen oder Kartenspiele, wirklich kreuz und quer. Wir schauen uns jetzt einfach mal gemeinsam diesen Neuheitenkatalog an. Das Scrollt hier so ein bisschen holprig im Chrome, aber wir blättern uns da jetzt einfach mal durch zu den ersten Titeln, die interessant sind. Hier geht es nur so ein bisschen um die Key-Releases, die Großhandelspartner, ne, was es hier Neues von Game Genic gibt. Das ist, ja, kann man sich auch angucken, aber spannend wird es natürlich hier. Dann Kinderspiele finde ich persönlich jetzt noch nicht ganz so aufregend. Ne, halt so ein bisschen Double, Paw Patrol, gewimmel im Dschungel. Ist jetzt hier auf dem Kanal nicht so das, was ich hier ständig zeige. Ab und zu spiele ich mal Geschichten mit Max, aber der ist mittlerweile auch schon neun. Das heißt, da gibt es jetzt auch keine Reinkinderspiele mehr. Aber es gibt eben auch wieder Andor Kids, eine sehr erfolgreiche Reihe, wo es ja mittlerweile auch schon relativ viel davon gibt. Und dann geht es los mit den Familienspielen. Das könnte ein bisschen spannender werden. Auch da haben wir erstmal wieder Doppelgeschichten. Das neueste davon, Double Connect, habe ich euch ja schon zum Beispiel zusammen mit Flo gezeigt. Aber dann haben wir so Spiele wie zum Beispiel Auf den Wegen von Darwin. Und das hier ist die Schachtrückseite von der englischen Version. Ein super einfaches Gateway-Spiel, das ihr mit Leuten spielen könnt, die noch nie ein Spiel gespielt haben, wo ihr sagen könnt, hey, ich kann euch die Regeln in unter zwei Minuten erklären. Es ist auch einfach nur so ein z spiel Ich habe es noch nicht gespielt, aber mir kurz schon mal ein Video dazu angeguckt. Man fährt hier einfach mit diesem Schiff rum, kann sich in bestimmte Anzahl an feldern weit bewegen und dann davon halt eben auch aus den Feldern, die bei dem Schiff sind, ne? einfach ein Teil nehmen, legt das auf seinen Plan, versucht halt bestimmte Tiere aus bestimmten Regionen zu sammeln, wenn man irgendwie ein Tier doppelt hat, dann kann man irgendwie eine Theorie veröffentlichen und das war es im Wesentlichen, viel mehr macht man dann nicht. Dann haben wir hier Besserwisser Familie, das gibt es ja auch schon ein bisschen länger, da gibt es jetzt einfach neue Fragen, die man da sich dazu holen kann. The Casting Shadows von den Leuten, die Unstable Unicorns gemacht haben oder auch zum Beispiel Happy Little Dinosaurs, das sind auch immer sehr niederschwellige Spiele, die meistens irgendwie ein schickes Artwork haben. Lustige Kartentitel. Bisher habe ich mich davon noch kein einziges überzeugt. Deswegen muss ich mal gucken, ob Casting Shadows hier auf den Tisch landen wird. Die neuen Abenteuer für Chroniken von Arvel gibt es, glaube ich, schon jetzt auch im Laden. Ich bin der Meinung, die in der Spieleburg gesehen zu haben. Aber wenn ihr halt Chroniken von Arvel gespielt habt, damit ganz viel Spaß hattet, dann könnt ihr euch da eben eine Erweiterung zu holen. Dann für Dixit wird es eine Disney-Edition geben. Die wird am 15. September erscheinen. Die habe ich schon hier. Ich habe da mit Karl zusammen ein Video gemacht. Im Prinzip ein ganz normales Dixit. Nur halt mit Disney-Karten und wir stellen euch das einmal vor. Könnt ihr mit, mit jedem Dixel, das ihr habt, mischen, könnt ihr auch irgendwie Stella mitspielen, das ist gar kein Problem. Dann gibt es hier die Stunde der Maus. Und wenn wir uns das hier einmal angucken, auf Boardgame Gig, dann sehen wir schon, aha, das hat ja erstmal opulentes Spielmaterial. ist so ein Pickup- und Deliver-Spiel, was so ein bisschen... An Zeukien erinnert, nur mit einem Rad auf absoluten Familienlevel, mit diesen Figuren, die wir haben, können wir dann hier auf diesen Minutenzeiger aufspringen. Jede Runde wird der Minutenzeiger eins weiter gedreht und wenn halt ein neues Tier einsteigt und man dann irgendwie da äh, rausfällt, dann kann man die Aktion auf dem Feld machen und muss versuchen, verschiedenste Dinge zu sammeln, irgendwo hinzubringen, abzuliefern. Hat auf jeden Fall sehr spannendes Material, wo man schon mal sagt, okay, allein so von der Aufmachung her, diese Kuckucksuhr, das möchte ich mir gerne angucken, wie gut das Spiel dann ist, werden wir dann sehen, wenn es da ist. Wir werden das wahrscheinlich ausführen, das sieht auch nicht so mega komplex aus. Das kann man schnell mal auf den Tisch bringen. Aber wie gesagt, allein vom, vom Artwork her, für Everday, solche spannenden Miepe, die auch irgendwie unterschiedlich groß und dementsprechend unterschiedlich schnell von diesem, von diesem Minutenzeiger runterfallen können, bin ich durchaus mal sehr gespannt drauf. Epi ist ja quasi sowas wie Cantaloupe, nur als ja, Familienversion quasi, hatte ich auf der Nürnberger Spielwarenmesse schon einmal kurz in der Hand und ja, bin ich mal gespannt drauf, wie das denn gemacht wurde, wie das umgesetzt wurde, ob das zu einfach ist, ob das wirklich ein reines Familiending ist, dass man eher mit Kindern spielt, ob es auch Erwachsene gut spielen können. Müssen wir mal schauen. Trio ist ein Spiel, das heißt, glaube ich, Nana. Da könnt ihr mal nachgucken. Da gibt es schon Videos drüber. Ein Spiel, wo man irgendwie Kartenkombinationen sammeln muss, sich gegenseitig irgendwie Karten klauen muss, das auch sehr interaktiv sein soll. Hat jetzt eine komplett neue Aufmachung. Muss ich mir angucken, wird hier auf dem Kanal auf jeden Fall auch landen. Werden wir vielleicht mal beim Montag und Marco spielen oder so als Absackerspiel nach einem langen Spieleabend. Äh, habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich finde allein das, also das Cover, das Artwork sieht schon mal sehr hübsch aus. Dann haben wir hier, das dann ist wirklich super langsam. Katamino sieht nach so einem Tetris-Lege-Puzzlespiel aus. Ich glaube, das gibt es auch schon ein bisschen länger. Ich habe es zumindest noch nie ausprobiert. Mal gucken, ob wir uns das hier anschauen werden. Gibt es halt in der Pocket-Version, in der normalen großen Version, in der Familienversion. Und ganz spannend für manche auch noch Expedition ins Wortreich. Wieder so eine Art Dixit-Spiel. Nur hier nimmt man sich einfach ein Buch. Aus seinem Bücherregal liest dann da irgendwie einen Satz vor und ein paar Zeilen und dann äh, gibt es halt so verschiedene Bildkarten und dann muss sich auch wieder derjenige, vorlesen, quasi eine von diesen Karten aussuchen, von der er denkt, dass sie am besten zu dieser Szenerie passt. Alle anderen müssen dann eben auch abstimmen, was sie denken, was am besten dazu passt. Und ähm, ja, ne, das ist einfach mit ne, Spielfanatiker werden das wahrscheinlich dann mit ihren Regelheften spielen. Kann man mit Kochbüchern spielen, kann man mit Romanen spielen. Also, kreuz und quer, was man da so zur Verfügung hat, kann man dafür nehmen. Wikipedia-Artikel. Eigentlich braucht man dafür nicht mal wirklich das Spiel, nachdem ich es so bisher verstanden habe, sondern man kann auch einfach normale Dixit-Karten nehmen oder das Disney-Dixit könnt ihr nehmen, aber vielleicht ist da noch so ein kleiner Kniff. Bisher habe ich da nur Content auf Französisch zugefunden, deswegen kann ich euch da noch nicht äh, so viel genaueres zu sagen. Dann haben wir Monolith, ein Spiel von Phil Walker-Harding und da sieht man eigentlich anhand dieses Fotos, glaube ich, schon alles, was man darüber wissen muss. Wir haben einfach ne, hier so eine Grundfläche, 4x4, wir haben hier so einen Marker, den wir halt um diesen ne, um dieses Spielfeld hier rum bewegen können, bestimmte Anzahl an Feldern, und dann müssen wir uns halt einen so einen Block nehmen und müssen den halt so einpussen, dass er nicht übersteht, dass über nichts Leeres drüber hängt und können uns dann scheinbar irgendwie verschiedene Wertungssteine dafür holen, wie das genau funktioniert, weiß ich nicht, aber es ist halt so ein bisschen wie man es von Nova Luna kennt mit dieser Teilauswahl oder auch von diversen anderen Uwe Rosenberg Spielen und dann müssen wir uns da halt quasi diesen kompakten Block zusammenbauen. Sieht halt auch nach einem ganz super netten, super seichten Gateway-Spiel aus. Sobald dieser Puzzle-Aspekt wird, wahrscheinlich gar nicht so mega sei. So, dann gibt es auch wieder eine Neuauflage von Packeis pol im neuen Design mit auch scheinbar einem schnelleren und einfacheren Spielaufbau. Das hier ist eine Version, also einfach ein altes Foto. Das Spiel ist, glaube ich, von 2005 oder 2003, wo wir uns einfach mit diesen Pinguin über die Eisschollen bewegt haben. Dann konnten wir irgendwie die einsammeln und nach und nach wird das Spielfeld irgendwie kleiner. Und ich habe das gesagt, einmal vor richtig vielen Jahren gespielt und ich fand das echt gut, echt witzig. Das Problem war nur, wenn man eine Partie gespielt hat und noch eine spielen wollte, dann hat der Aufbau Fast so lange gedauert wie das Spiel selbst. Und das war damals ein Problem, was auch dazu geführt hat, dass ich einfach gesagt habe, ich brauche das nicht häufiger spielen. Und wenn sie da irgendwas dran gefixt haben, umso besser, wenn es noch ein zeitgemäßeres Artwork hat, natürlich auch nicht schlecht. So, dann hier unten Tipperary. Da haben wir schon Content zu auf dem Kanal. Das spiele schon seit, schon seit einigen Wochen tatsächlich mittlerweile draußen. Manche sagen, es sei so ein Planet Unknown Light, wo die Teile auch irgendwie nie so passen, dass man da gute Synergien aufbauen kann. Patterns, ein Mandala-Spiel. Mandala war ja auch so ein Zwei-Personen-Spiel, das bei Lookout erschienen ist. Und hier haben wir jetzt eben ein Spiel, das so eine ähnliche Grundprämisse hat. Auch hier gibt es eben verschiedene Farben. Und bei Mandala war es ja auch so. Wir haben uns irgendwie eine Art von Karten ausgesucht, die wir werten. Und die erste Art, die wir genommen haben, das war halt die, wo wir nur einen Punkt für bekommen haben. Bei der nächsten Karten waren es dann schon zwei Punkte, drei Punkte, vier Punkte, äh, fünf Punkte. Das ging dann bis sechs Punkte hoch. Hier ist es ähnlich, nur dass wir uns halt ne, bei der ersten Farbe, die wir hier werten wollen, in diesem Raster, da kriegen wir halt einen Punkt für alle Farben, die irgendwie Input grenzen und zusammenhängen. Bei der nächsten Farbe kriegen wir zwei Punkte und es ist dann ja oftmals so, bei der Farbe, wo wir sechs Punkte für bekommen würden, für möglichst viele aneinander grenzende Steine, das ist dann relativ schwer, so ein Muster zusammenzubauen, außer wir kriegen es irgendwie ganz gut hin und man kann dann hier irgendwie immer Steine von seinem Tableau, das auf diesem ja, Stofftuch quasi, wo wir auch wieder drauf spielen ist, ähm, da können wir dann eben Steine tauschen, müssen irgendwie uns so eine Auslage bauen, dass wir dafür am Ende ganz viele Punkte für bekommen. Habe ich gerade mal so ein kleines Überblicksvideo reingeguckt. Es sah schon sehr ähnlich aus zu Mandala, von diesem Wertungsprinzip, aber das mit diesem Teil da drauflegen, das funktioniert eben schon ein bisschen anders, deswegen hat das Spiel auch einen anderen Namen bekommen, aber allein aufgrund dieser Wertung, die im Spiel drin ist, scheint es eben einfach zu diesem Mandala-Universum zu gehören, weil das eben die gleiche Art der Wertung ist. So, dann blättern wir hier mal um und da kommt Perspective von Dave Neal und Matthew Dunstan, da habe ich noch keinen Boardgame-Geek-Eintrag zu gefunden, aber man sieht schon, das Ermittlungsspiel für Kommunikationsprofis Fotos, Dokumente, Spuren müssen kombiniert werden, um Ereignisse zu rekonstruieren, jeder Spieler hat nur einen Teil der Informationen, drei spannende Fälle. Also Krimispiele gibt es ja wie Sand am Meer, Ermittlungsspiele, das ist jetzt auch wieder eins, mit einem neuen Ansatz, wo wir halt irgendwie, ne, wie bei so einem Krimi-Dinner, hat so jeder einen Teil der Informationen. Werde ich mir vielleicht auch angucken. Bei mir ist der Krimi-Hype ja so ein bisschen zurückgegangen mittlerweile, weil es einfach zu viel gibt, man nicht mehr hinterherkommt. Und auch die Leute, mit denen ich diese Spiele wirklich intensiv gespielt habe, wo die nie länger als drei, vier Tage irgendwie ungespielt rumstanden, die sind mittlerweile leider nicht mehr in Göttingen und nicht mehr in meiner Spielrunde. Deswegen hat bei mir die Frequenz dieser Spiele ein bisschen nachgelassen. Dann Spellbook von Phil Walker Harding. Wenn ihr vorhin am Anfang mal geguckt habt, es gibt so ein paar Fokustitel, die Asmo die hier gelistet hat. Und Spellbook ist da auch bei und Spellbook konnte ich bisher noch überhaupt nicht greifen. Ich hab, es gibt da bisher ein Erklärvideo zu auf Board Game Geek, das da verlinkt ist. Da wurden ständig irgendwelche Marker gezogen und hieß es hier, kann ich den Marker abgeben, noch einen Marker zu ziehen und kann hier wieder Marker tauschen. Und also ich bin mal sehr gespannt. Ich habe mir die Kommentare auf Boarding dazu durchgelesen. Die waren auch eher ernüchternd. Phil Walker Harding macht ja eigentlich immer mindestens solide Kost, die jetzt so die erfahrenen Vielspieler selten vor Begeisterung aufspringen lässt. Aber es ist ja auch immer eher so das familien plus kenner segment Und da machen die Spiele schon in der Regel, was sie sollen. Von daher gehe ich davon aus, dass es das hier auch der Fall sein wird. Aber also ich habe da noch nichts gesehen, was mich jetzt wirklich anmacht. Deswegen bin ich auch da sehr gespannt drauf. Das sieht super abstrakt aus. Ich habe auch schon Kommentare gelesen, wo drin stand: es wird auf, bevor überhaupt irgendwas Spannendes passiert. Gucken wir einfach mal, ob das wirklich so ein Fokustitel wird oder ob das vielleicht eher ein bisschen untergehen wird. Dann haben wir Mara Bunter von Rainer Knizia. Auch dazu habe ich noch nichts wirklich gefunden. Ein Roll and Ride Mix und Area Control. Mal gucken, ne? irgendwelche Custom Dice, Abwischbarer Spielplan, aber Kombination aus Roll and Ride und Area Control klingt zumindest so, als wenn man, also ne? ich bin da zumindest neugierig drauf, ob das dann funktioniert oder nicht. Werden wir sehen. Spieldauer 30 Minuten, nur für zwei Personen mit Area Control. Das gucke ich mir auf jeden Fall an für Project L. Das ist ja, es sieht erstmal aus, ich habe da hier auch ähm, ne, Fotos von, wie so ein Tetris-Spiel, äh, wo wir hier dann eben auch so ganz viele Tetris-Teile haben. Aber es ist eigentlich eher so ein Engine-Builder, wo wir einfach versuchen wollen, diese Teile hier so schnell wie möglich zuzupuzzeln, um uns dann einfach mehr Teile holen zu können, um die Teile in höherwertige Teile tauschen zu können, um schneller größere Puzzlepläne zuzupuzzeln. Und es also war ein Kickstarter-Projekt, da gab es halt dann auch so ne, zwei Kickstarter- zwei Erweiterungen zu, und die kommen jetzt eben auf Deutsch raus. Dann wird es ein neues Unlock geben: Extraordinary Adventures. Das ist auf Französisch, glaube ich, schon im letzten Jahr rausgekommen. Es spielt in der Welt von Videospielen, so wie ich das hier äh, gelesen habe. Ne? Und 90er, äh, Videospiele der 90er, Hollywood Mystery und Reise ins Das Also auch wieder bunt gemischt. Nachdem das letzte Unlock, Game Adventures, ja absolut großartig war, sind hier die Hoffnungen jetzt natürlich sehr, sehr groß, dass es auch wieder fantastisch wird. Also, wenn wir auch wenn wir sehr schnell spielen, ne? Ist ja auch so ein bisschen konkurrent zu Exit, aber mehr so Richtung point and click adventure mit auch immer einem guten kreativen Einsatz von Handys, ne, die App, die dabei ist, da kann man immer irgendwelche total spannenden Sachen äh, da machen. Das ist gut eingebunden. Short Adventures, geheime Familienrezepte, keine Ahnung, was das macht. Und dann, wenn wir hier mal weiterblättern, dann sehen wir ganz spannend zum einen unten Nebel über Carcassonne, die Bannkreise, also eine Erweiterung für Nebel über Carcassonne. Das scheint wohl so gut zu laufen, dass sich da eine Erweiterung auf jeden Fall lohnt. Ist auch in der kleinen Schachtelgröße, ne, small. Und dann haben wir hier Waterfall Park und wenn wir da mal reingucken, dann sehen wir hier oben schon, das ist eine neue Version von Chinatown. Chinatown habe ich nie gespielt. Ein Spiel von Carsten Hartwig. Der hat doch, glaube ich, gar nicht so viele andere Spiele gemacht. Und wenn ihr Chinatown gespielt habt, dann werdet ihr wahrscheinlich sagen, okay, das sieht ja irgendwie schon deutlich anders aus. Und es soll ein bisschen einfacher sein. Also eher ein familienfreundliches Spiel sein. Das sieht total überladen aus. Also, keine Ahnung, wie gut das dann funktioniert. Aber ne, alte Klassiker neu auflegen oder vielleicht ein bisschen entschlacken, ein bisschen moderner machen, schadet ja auf jeden Fall nie. Ne, wir bauen hier uns hier so einen Wasservergnügungspark ne, vor Scheiner Town. Jetzt Wasservergnügungspark. Mal gucken, wie gut das dann funktioniert. Zug um Zug Legacy Legenden des Westens absolut großartig. Ich habe es ja schon gespielt. Wir sind zur Hälfte durch wir sind noch nicht wieder dazu gekommen, das weiterzuspielen. Ich hoffe, dass wir es das in den nächsten ein zwei Wochen schaffen, da zumindest weiterzumachen. Stecken viele tolle, spannende Ideen drin und da gibt es ja auch noch eine Deadline. Dann können wir euch quasi, wenn die fällt, noch das komplette erste Szenario zeigen. Wobei es das auf Board auch schon gibt. Ich hoffe, dass davon erstmal dir bei Rückmeldung gibt, ob dieses Embargo dann noch so nötig ist, wenn der Content eh schon auf Englisch released ist. Vielleicht wollen sich manche von euch das ja auf Deutsch angucken. Zug um Zug Berlin. Das gibt es seit jetzt letzter Woche schon im Laden zu kaufen. Gab es auch auf der berlin zu kaufen. Auch einfach wieder eine Zug-Um-Zug-Version, wo ich einfach so eine Trambahn und U-Bahn habe. Und das ist einfach so ein kleines Mini-Zug-Um-Zug, -um wo eine Partie 10 bis 15 Minuten dauert. Habe ich auch jetzt drei Partien gespielt. Das ist genau das, was man erwartet. Holt man sich wahrscheinlich am ehesten aufgrund des Berlin-Bezuges. So, und dann haben wir hier Puzzle. Gut, das ist jetzt für uns hier auf dem Kanal eher ein bisschen weniger spannend. Ne, Puzzle zu Arkham Horror, Legends of the Five Rings. Twilight Imperium ist auch einfach das Cover, das man da puzzelt. Und Descent Legenden der Finsternis. Also wenn ihr da neugierig drauf seid, das gibt's auch. Dann blättern wir mal weiter zu den Partyspielen. Da haben wir Exploding Kittens, Good vs. Evil mehr Exploding Kittens, mehr Karten. Hand-to-Hand-Wombat, da kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Lest euch den Comic durch. Ihr werdet ein ganz neues Bild über Wombats haben. Das sind echt spannende Tiere, die mit ihrem Hinterteil echt faszinierende Geschichten machen können. Und, ähm, das Spiel hatte Till mit, als er hier war. Wir haben es leider nicht gespielt, aber scheinbar so ein Bauspiel, wo wir gemeinsam bauen und irgendwie in der Schachtel bauen und aber auch irgendwie ist der Sauerteur, der versucht die Sachen irgendwie umzuschmeißen und man darf dabei aber nicht irgendwie enttarnt werden. Ja, ich glaube, Stefan hat es gespielt und fand es gruselig. Till hat es gespielt und fand es ganz witzig. Die Wahrheit wird wohl irgendwo dazwischen liegen und wir werden uns das auf jeden Fall auch angucken, wenn wir das von der Spiel mitbekommen, wenn wir das vielleicht auch einfach auf der Nachspiel oder schon auf der Vorspiel spielen. Happy Salmon dürfte einfach Lucky Lucks wieder sein. Poesie für eine gibt es ja schon, jetzt gibt's die Not Safe for Work. Edition habe ich auch nicht gespielt, scheint auch so ein lustiges Partyspiel zu sein, aber kam hier noch nicht auf den Tisch. Zombie Kittens auch wieder eine Exploding Kittens Variante, wo wir jetzt aber noch weiter spielen können, wenn wir aus dem Spiel ausgeschieden sind. Happy Little Dinosaurs ist ja auch von den Unstable Unicorns Machern. Haben wir auch schon gespielt, war auch gar nicht so gut. Champions haben wir auch gespielt, gibt's auch schon im Laden seit ein paar Wochen, wo wir einfach so verschiedene Whips gegeneinander antreten lassen und wir dann so einen Turnierbaum schon haben, wo bestimmte Events sind. Irgendwie äh, würde ich irgendwie meinen Sparschwein anvertrauen. Und dann werden halt einfach so zwei Charaktere dahingelegt und dann muss man sich halt ne, jeweils für jede Kategorie und alle Charaktere immer überlegen, wen man selbst da voten würde und wer dann in der nächsten Runde ist, wer dieses Duell gewinnen würde und wer dann das Finale gewinnen würde. Und da müssen wir halt einfach für diese Charaktere voten und hoffen, dass wir am Ende mit unserem Sieger auch wirklich durchkommen. Die Idee ist ganz nett, aber ist jetzt auch kein neues Top Ten auf jeden Fall. Für Hint, da steht mittlerweile auch nicht mehr drauf, das Spiel für alle Querdenker, was sehr vernünftig ist. Ne? Manche Bedeutungen ändern sich halt im Laufe der Zeit. Das ist jetzt die Pocket-Version, die scheinbar wieder in so einer Schachtel zu sein scheint. Es gab das ja schon als großes Spiel, dann als rundes Spiel, was natürlich zum Verstauen absolut schrecklich ist. Ist im Prinzip wie Activity, zeichnen, summen, erklären und eben Meme. Hier ist halt dann das Summen äh, noch neu dabei, aber auch mit so einem ganz witzigen Kniff, dass man einfach eine Oberkategorie hat, wo man dann was zu erklären oder summen oder zeichnen muss. Aber die anderen dürfen auch nicht einfach Wörter reinrufen, weil es gibt immer ein Tabu-Wort quasi. Wenn das einer aus dem Team nennt, dann ist irgendwie vorbei mit dem Rat und man kriegt das andere Team Punkte dafür. Das ist auf jeden Fall auch echt ganz schick, gerade so für größere Gruppen. Kartoffelkönig, da habe ich mir ein Video zu angeguckt und das sieht auch nach einem Spiel aus, so dass man die richtige Gruppe braucht auf jeden Fall. Jeder hat so einen Zettel und das, es gibt einen Stift. Wenn ich einen Stift habe, dann schreibe ich einfach in jedes Feld eine Zahl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bis ich bei 100 angelangt bin. Wenn ich der Erste bin, der wirklich von 1 bis 100 die Zahlen aufgeschrieben hat, dann habe ich das Spiel gewonnen. Die anderen Spieler würfeln währenddessen und die müssen dann halt irgendwie sich High Five geben oder irgendwie auf den Tisch klopfen. Aber wenn jemand diesen Stift würfelt, dann kann er mir den Stift wegnehmen. Er sagt: Hier ja, gibt mir das, nimmt mir den Stift weg und dann schreibe ich weiter, solange bis die anderen mir halt den Würfel wieder weggenommen haben klingt saublöd, ist vielleicht total witzig oder wirklich saublöd, das werden wir auch wahrscheinlich auf der Nachspiel dann ausprobieren. Packt mit dem Teufel, da sieht man hier auch schon, dass man irgendwelche, du kannst das Wetter kontrollieren, aber immer wenn du furzt, bekommst du Nasenbluten. Das heißt, man kombiniert hier immer eine gute Sache mit einer negativen Sache und dann müssen die Spieler irgendwie abstimmen, ob sie das toll finden oder nicht. Das Konzept dahinter habe ich nicht wirklich verstanden. Klingt nach einem Spiel, das gewollt witzig sein möchte, es aber letztlich nicht ist, aber auch da vielleicht täuscht einen Vielleicht ist doch das super toll. Wie gesagt, Top 10 damals stand auch bestimmt ein, zwei Monate im Regal in der Spielebook, bis ich einfach mal gesagt habe: Komm, ich nehme das mal mit, es gespielt habe, ohne vorher irgendwas darüber zu wissen, weil ich auch dachte, der ist ein Spiel mit Top 10-Listen. Boah, Gott, wie langweilig. Und es war mega gut. Also, ne, diese ganzen Spiele hier, man denkt auch so, ist nicht so geil. Vielleicht ist da schon der nächste Hit bei. Bei dem glaube ich es eher nicht, aber wir werden uns überraschen lassen. Sites gibt es ja auch schon auf dem Markt, haben wir euch auch schon gezeigt, beziehungsweise habe ich schon in ganz vielen gezockt Videos drüber geredet finde ich sehr gut, macht sehr, sehr viel Spaß. Dann haben wir, ja, Collectibles, das ist auch jetzt nichts, was uns auf dem Kanal, also mich zumindest nicht so interessiert, diese Minix-Figuren, habe ich null Bezug zu. Dann gucken wir hier mal weiter, jetzt kommen die Kenner-Spiele, das wird für manche Leute schon ein bisschen spannender, und zwar Age of Galaxy, das war ja so ein kleiner Geheimtipp in den letzten ein, zwei Jahren. Im Kickstarter gab es auch schon eine deutsche Version, kaufen konnte man auf der letzten Spiel nur eine englische Version, es war super schnell ausverkauft und jetzt wird es halt ganz regulär bei Asmodee im Programm erscheinen. Ein 4x-Spiel in einer super kleinen Schachtel. Ich habe es hier auch einfach direkt äh, liegen und... Manche sagen, da steckt genauso viel drin wie in einem Eclipse. Mit einem 2 Ampere würde es jetzt nicht in Konkurrenz setzen. Aber es ist auf jeden Fall sehr viel Spiel in einer kleinen Schachtel. Ich muss es auch noch ein, zwei, Mal auf den Tisch bringen. Man kann es auch sogar solo spielen. Vielleicht mache ich das irgendwie die nächsten Tage nochmal, wenn ich dafür Zeit habe. Ich glaube nicht. Ich bin mal gespannt, was da jetzt alles vom Greenscreen herausgekiet wurde. Agricola, das Ifiparius Deck. Das ist einfach nur ein neues Deck. Karten für Agricola. Es sind diesmal aber 168 neue Karten drin. Das scheint was Besonderes zu sein. Wurden auch ausgiebig getestet, wahrscheinlich irgendwie online oder so, keine Ahnung. Jetzt kann man das eben kaufen, um sein geliebtes Agricola noch ein bisschen zu erweitern. Archeos Society ist schon im Laden, habe ich euch auch schon ein Video zu gemacht, war auch gar nicht mal so gut, fand ich zumindest. Century, die Big Box, da sind einfach. Alle drei Centuries drin. Das ist immer dieses Spiel, wo wir so Ressourcen hochtraden, Mal mit so einem Worker Placement Element, mal mit so einem uns über Plättchen Element, mal wir spielen so Karten aus und sammeln die Karten. Und man kann die auch alle miteinander irgendwie kombinieren. Dann soll das auch irgendwie ein mega krasses Spiel sein. Ähm, da hat man jetzt einfach die Möglichkeit, sich quasi alle drei zu holen. Das sind noch alle Promokarten drin, die bisher erschienen sind und eine neue Erweiterung diese Golden deal so das ist dann wahrscheinlich der Grund für alle die schon haben und mögen sich dieses Spiel zuzulegen dann haben wir das finde ich ganz spannend Tatort äh, Crime Cases die Jungs die das gemacht haben habe ich auf der Nürnberger Spielwarenmesse getroffen sie haben uns die Spiele zugeschickt und es scheint ganz gut gelaufen zu sein wenn sie jetzt in Asmodee vertrieben werden ich weiß auch Asmodee hat glaube ich noch nicht so viel davon selbst im Programm El Grande kommt in einer neuen Version raus zum einen ein bisschen hübscher, je nachdem, wie man das so findet. Manche mögen den alten Stil, aber es wurden auch ein paar. Karten geändert, so dass das Spiel einfach ein bisschen einstiegsfreundlicher ist und noch ein bisschen gebalanced ist. Es sind aber auch alle alten Karten da einfach drin, das heißt, wer einfach das ganz klassische alte El Grande spielen möchte, da hat nämlich auch der Autor gesagt, Wolfgang Kramer, ja, das ist ja vor ein paar Jahren als Big Box rausgekommen, ha, aber auch irgendwie doof, weil vielleicht wollen nicht alle so einen riesen Big Box, die natürlich auch deutlich teurer ist und einfach nur das Spiel haben und dann wurde gesagt, okay, gucken wir mal, was wir mal neu machen und jetzt gibt es eben diese neue hübsche Version, die eben auch so ein bisschen angepasst wurde und und, ähm, wo dann auch noch zwei Mini Erweiterungen drin sind einige werden schon gesehen haben da unten Paleo Ahab's letzte Jagd einfach so ein Mini Szenario so eine Mini Erweiterung wo wir dann mit dem Modul T hinaus aufs weite Meer fahren ja, kann man sich Fall auch angucken und dann haben wir hier Grand Austria Hotel Hochsaison ein Roll and Ride Spiel in der Welt von Grand Austria Hotel das wird auf jeden Fall auch ausprobiert. Great Western Trail, Neuseeland. Meiner Meinung nach das Beste und Interessanteste. Great Western Trail gibt es auch schon im Laden. Haben wir auch schon einen live Play dazu gemacht. Ich habe euch einen Überblick gegeben, was so alles neu in dem Spiel ist. Vielleicht wird es auch bald noch mal ein richtiges Rezensionsvideo dazu geben. Aber eigentlich habe ich euch schon das Meiste dazu erzählt. Mischwald ist eine Lookout-Neuheit. Wo ich auch mal sehr gespannt bin, wie das funktioniert, habe ich mir auch nur ein ganz kurzes ölix angeguckt. Wir bauen uns einfach einen Wald, das heißt, wir haben irgendwie so eine Baumkarte liegen und dann können wir mal Karten da drunter oder drüber schieben. Die haben immer ne, so zwei Seiten, eine obere, eine untere. Wir müssen uns halt entscheiden, welche wir benutzen wollen. Und wir können halt Bäume da drunter schieben, die haben dann auch, sind jeweils mal halbiert, das heißt, wir können sie von rechts oder links drunter schieben. Dann sind das jeweils andere Bäume, die andere Geschichten machen und die haben halt immer irgendwelche Effekte, wo man dann irgendwie Punkte bekommt, Punkte für bestimmte Symbole, die man hat. Klingt für mich erstmal nach einem sehr klassischen Konzept, wo wir irgendwie alles schon mal drin gesehen haben, außer dass wir uns halt diese Auslage auf diese besondere Art und Weise bauen. Aber auch das muss ich dann spielen, um da mehr zu sagen zu können. Aber sieht auf jeden Fall, wenn man einfach so diese gemütlichen Lege-Sammelspiele mag, nach dem Spielhaus, das dass auch wieder natürlich ein wunderschönes Artwork hat. Sowas ist ja mittlerweile auch modern. So Naturthemen finde ich persönlich auch immer spannender als Händler Mittelmeer, wobei ne, wir jetzt natürlich auch sehr viele Naturthemen so einiger Zeit sehen, werden wir uns auch wir auch hier angucken. So, dann Pacific Rim Breachfall. Ich weiß nicht, bin in der Welt überhaupt nicht drin, ob es bei Pacific Rim mehr als diesen Kinofilm gibt, den ich tatsächlich vor vielen, vielen, vielen Jahren mal geguckt habe. Wenn wir da mal reingucken, dann sehen wir einfach ja, irgendwie so ein Spiel für zwei bis vier Spieler. Das eine Team spielt irgendwie die Erdlinge, die irgendwelche Raumschiffe, Abwehrschiffe bauen wollen und die anderen spielen irgendwie die Aliens, die die Menschheit vernichten wollen. Viel mehr weiß nur das Spiel noch nicht, wenn man hier auf Boardgame guckt, dann sieht man auch, okay, es gibt auch null Kommentare dazu, keine Videos, halt nur diese paar Fotos plus der Text, der hier steht. Äh, ja, wenn ihr jetzt total Pacific Rim Fans seid, dann wisst ihr, okay, das behalte ich mal auf dem Radar. Dann für Time Stories Revolution gibt es jetzt die Cavendish Standalone Erweiterung, einfach dieses neue Szenario. Time Stories ja eine Reihe, die vor, ich glaube, sieben Jahren acht Jahren mittlerweile, ähm, jetzt ja, ziemlich eingeschlagen hat. Damals gab es solche Abenteuer, Rätsel, Zeitreisespiele noch gar nicht so oft. Mittlerweile gibt es die ja wie gesagt Meer. Und Time Stories hat da echt nachgelassen, auch mit dieser neuen Version, die es davon gibt. Ähm, auch das, also, ich habe ja nach dem letzten Teil gesagt, ich gucke mir davon nichts mehr an. Außer mir sagen irgendwie fünf bis zehn Leute, wo ich weiß, die haben Ahnung, die wissen auch, wie ich ticke, ähm, wenn das richtig gut, guck es dir mal an, es steht einfach in Konkurrenz zu vielen, vielen anderen Spielen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, diese ganzen Krimi-Abenteuerspiele kommen bei mir immer seltener auf den Tisch und daher, vielleicht bekommen wir es, können es einmal kurz in die Kamera halten, dass man sich auch die Komponenten ein bisschen genauer angucken kann. Viel spannender ist dagegen Challengers Beach Cup. Challenger ist das ja ein Spiel, ne, zum Kennerspiel des Jahres gerade gewählt worden und man kann das ja potenziell super einfach erweitern, einfach neue Kartensets rein, sodass ich mir immer neue Kombinationen zusammensuchen kann, das haben wir jetzt hier natürlich auch, plus wir haben jetzt so Trainer, von denen wir am Spielbeginn zwei Stück bekommen, wir suchen uns einen aus und haben eine Spezialfähigkeit, die wir jetzt in jedem Kampf benutzen können, entweder... Vor jedem Kampf, dass wir einen Sondereffekt haben oder während des Kampfes oder einen passiven Effekt, der dann den ganzen Kampf über gilt. Und das bringt halt nochmal mehr Komplexität rein, aber auch absolut großartig. Man kann es dann vor allen Dingen eben an zwei Tischen mit jeweils acht Leuten spielen, also mit 16 Leuten und dann jeweils die ersten beiden von jedem Tisch spielen dann nochmal ein Halbfinale gegeneinander und die beiden Gewinner spielen dann ein Finale gegeneinander. Haben wir auf der berlin schon gemacht, hat super viel Spaß gemacht. Dann... Gibt es hier ganz viel Root-Content, die Marodeur-Erweiterung, die Uhrwerk-Erweiterung Teil 2, Flussvolk-Heuerlinge und noch mehr zu Root. Ähm, hier irgendwie so eine spezielle Schachtel-Unterwelt-Heuerlinge. Wie gesagt, Root, ein Spiel, das ich persönlich ja leider viel zu wenig gespielt habe, wo ich halt hoffe, dass wir gut durch den Winter kommen und dann halt im Frühjahr Zeit haben, uns da nochmal dann so die ganzen alten Klassiker wieder anzugucken ihr könnt ja gerne nochmal schreiben, was so eure Lieblings-Root-Erweiterung ist und was ihr uns oder mir empfehlen würdet, was man irgendwie auf jeden Fall reinnehmen sollte oder sagt ihr, nee, nee, spiele erstmal 20 mal das Grundspiel. Bin ich mal sehr auf eure Meinung gespannt. Mittlerweile es ja viele Leute, die wirklich bei Root äh, voll tief drin sind. Und dann, für Vor gibt es jetzt die Hunde- und Katzen-Erweiterung. Vor ist ja auch so ein Deck, Bauspiel mit so einer gewissen Interaktivität. Ich habe das auch gespielt. Ich fand das gut. Habe das zwei, drei, vier, fünf Mal gespielt und nach dem fünften Mal war für mich persönlich komplett die Luft raus. Da habe ich dann eher andere Sachen gespielt. Aber es hat auf jeden Fall viele Fans und die Fans können sich jetzt auf jeden Fall die Hunde und Katzen Erweiterung holen. Kavi wird die, hand zum Glück, Vielspielerneuheit neuheit sein, die dann im Herbst erscheinen wird. Die wird wahrscheinlich auch genau zur Spielfertig sein. Hat auch so eine Timetracks-Mechanik, dass ich quasi immer, wenn ich letzter bin, irgendwelche, ne, kann ich halt auf ein beliebiges Feld vorher in der Reihe gehen, kann dann die Aktion machen. Und man muss da immer genau überlegen, wo will ich hingehen, welche Aktion will ich machen, was ermögliche ich dann vielleicht dadurch den anderen. Und da habe ich eben in der Berlin-Korn-Rückschau auch schon mal kurz drüber geredet. Und ja, das werden wir hier vielleicht auch irgendwie auf den Tisch bekommen, genau wie Stranger Things, Schattenwelt. Ein kooperatives Abenteuerspiel. Wenn es das ist, was ich recherchiert habe, es gibt ja mittlerweile sehr viele Stranger Things Spiele, dann ist es auch so, dass es auch von Funko oder von Prospero Hall sein könnte, wo also das Thema der Serie schon sehr gut eingefangen wurde. Das schaffen die ja immer bei ihren Spielen. Nur, dass es eben so Spiele sind, die man halt spielt, um den Flair des Films oder der Serie oder der Vorlage nachzufinden. Aber jetzt so aus rein spielmechanischer Sicht waren das halt Spiele, die man so ein, zwei Mal gespielt hat. Und dann haben die auch nicht mehr so viel geboten, außer man halt wirklich richtiger. Fan der Vorlage war und da bin ich mal gespannt, ob das hier auch so sein wird oder nicht. Ich habe Stranger Things nie gesehen. Ich habe nur das deutsche Pendant Dark geguckt. Ich glaube die erste Staffel bis zur letzten Folge. Vielleicht ist das jetzt anders, mich mal kurz in Stranger Things reinzugucken und dann zu schauen, wie gut das Spiel das Ganze einfängt oder es vielleicht mit Leuten zu spielen, die Stranger Things gespielt haben und dann werde ich euch da vielleicht auch noch mal ein paar Informationen zu geben können. Ja, für Marvel wird es relativ viel geben. Marvel Zombies gibt es ja schon. Die Marvel Zombies Hero Resistance Erweiterung, wo man dann eben auch, glaube ich, die Helden spielen kann. Die soll es geben und ganz viel anderen Kram. Also, wenn ihr auch noch bei allem, was es von Zombies halt gibt, voll dabei seid, dann könnte ne, das vielleicht auch was für euch sein. Dann gehen wir jetzt in den Bereich der Expertenspiele. Da wird für viele von euch natürlich jetzt sehr, sehr interessant, was da so kommt. Und wir haben zum einen für Marvel Champions, was hier unter Experte läuft. Next Evolution, eine Kampagnenerweiterung, die sechste Kampagnenerweiterung, wo wir dann eben die beiden neuen Helden Domino und Cable haben, die wieder mit vorgefertigten Decks kommen. Wir haben fünf neue Szenarien mit X-Force-Schurken, die Marauders, Juggernaut, Mr. Sinister und Strife. Es gibt einen neuen Kartentyp, den Spieler Nebenplan, Missionen, die irgendwelche Belohnungen geben. Ich würde auch super gerne viel mehr Marvel Champions spielen. Ich würde mich wie liebsten klonen. Ein Band, der Spiele spielt, ein Band, der Videos dreht und ein Band, der so die Al alten Klassiker in Anführungszeichen spielt. Aber es macht... Auch sehr, sehr viel Spaß, sich diese ganzen neuen Sachen anzugucken. Für Herr der Ringe, was ja meiner Gunst ein bisschen gesunken ist, äh, gibt es jetzt, nachdem es ja zum ersten Teil die Gefährten schon die Saga-Erweiterung gibt, die zwei erweiterung sprich normalerweise waren das ja einfach generische Abenteuer, die wir gespielt haben und in diesen Saga-Erweiterungen konnte man dem einfach wirklich die Filme nachspielen und ich fand es schon sehr faszinierend, wie gut sie es geschafft haben, auch in der ersten Erweiterung, durch die Mechaniken, die verschiedenen Stellen des Films einzufangen und abzubilden, auch wenn wir da irgendwie das zweite Snare auf der Wetterspitze, ich habe keine Ahnung, wie man das gewinnen soll. Und da wird es eben auch noch die Traumjäger-Erweiterung dazu geben. Es wird eben noch neue Helden für Marvel Champions geben, Deadpool X23. Psy, Jockey und Angel. Und dann haben wir noch bei den Experten-Spielen Descent, die Legenden der Finsternis, der Krieg des Verräters. Da freue ich mich mega drauf. Ich habe ja vor zwei Jahren, als das erste Descent rausgekommen ist, einfach das Ding in zwei Wochen komplett durchgespielt. Und das ist auch Anfang August rausgekommen. Also auch schon so zu, ja, für mich persönlich waren es dann schon die Spielzeiten, wo ich da in der Vorbereitung war, wo ich eigentlich keine Chance habe, ein Kampagnenspiel zu spielen oder durchzuspielen. Das habe ich einfach hardcore und Ich freue mich mega auf den zweiten Teil. Sobald ich das irgendwie in die Finger bekomme, wird das ja auch gespielt. Und dann gucken wir mal, wie es da weitergeht. Dann soll von Simone Luciani Anunnaki Götterdämmerung rauskommen. Das war auch ein Kickstarter, der meines Wissens nach noch nicht ausgeliefert wurde. Mal gucken, was auf, jetzt ein Fall wird, wo es Retail früher ne, zu den Spielern kommt, als, äh, als es die Backer bekommen. Steht da drauf, ne, oder unten drunter, Opponentes 4x0 Game, bei dem die Grenzen zwischen Mythologie und Science Fiction verschwinden. Und das haben wir damals ja auch als Kickstarter-Prototypen da gehabt. Also sage ich mal so, es ist jetzt kein Darwin Journey. Das war dann schon deutlich schwächer. Wird sich Flo wahrscheinlich, also würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass der große Simone Luciani-Fan noch ein bisschen näher angucken. Ich habe viele andere Spiele, die noch auf meinem Tisch landen werden. Da werden wir ein bisschen Arbeitsteilung machen. Und Sword and Sorcery gibt es auch neuen Content für, auch ein Spiel, das äh, hat beim letzten Mal tatsächlich auch Flo mitgenommen, hat auch schon ein bisschen was von gespielt, aber es sind einfach sehr viele Spiele und gerade auch sehr viele Kampagnenspiele. Auch da muss erstmal noch die alte neue Version von gespielt werden. Die werden wir uns hier wahrscheinlich gar nicht angucken. Außer Flo kriegt das jetzt irgendwie auf den Tisch und ist so voll sein Ding. Und er ist irgendwie auch in zwei Wochen durch. Und sagt, ich brauche auf jeden Fall noch die neue Erweiterung. Aber viele von euch sind ja auch riesengroße Sorten Sorcery-Fans. Gilt ja auch als einer der besten, interessantesten anspruchsvollsten Dungeon Crawler. Und da gibt es einfach noch mehr Content für, was natürlich total toll ist für euch. Und dann wir Nemesis, Nachspiel. War auch so eine Kickstarter-Weitung, die man sich jetzt einfach holen kann. Wenn es die ist, von der ich denke, dass sie es ist, dann ähm, kommt man quasi an, äh, nachdem man quasi Nemesis im Originalspiel verlassen hat, nochmal mit so einem Rettungsteam da an und spielt dann nochmal irgendwelche Abenteuer. Klang nach einem Konzept, das ich eigentlich ganz spannend fand. Starship Interstellar habe ich mir gerade ganz kurz was zu angeguckt sah ehrlicherweise super mega langweilig aus. Wir müssen einfach nur ein Schiff bauen, mit dem wir irgendwie die Menschheit retten können und keine Ahnung, wir bestimmt auch irgendwelche netten, tollen Mechaniken haben, aber ihr seht das ja, hier sind ja allein schon super viele Spiele drin, die kann man nicht alle spielen und ja. Wahrscheinlich wird Starship Interstellar dann maximal vielleicht bei der Nachspiel gezeigt werden, aber dann auch nicht weiter hier auf dem Tisch landen, außer vielleicht, ne, irgendwer aus so der Runde sagt, hier, ich gucke mir das unbedingt gerne mal an und spielen wir es einmal live. Uh, Magnate, The First City. Ist auch ein Spielworks-Titel, den haben wir auch schon angespielt auf der BerlinCon. Wir haben den da, Flo hat den mit hat den auch schon zwei, drei Mal gespielt. Das Ding werden wir hier auch bei Live spielen. Sah nach einem durchaus spannenden Spiel aus mit einem sehr gut gemachten Tutorial-System, wo man gar nicht die Anleitung lesen muss und einfach so ein Tutorial-Spiel spielt und da halt die ganzen Regeln vermittelt bekommt. Also ne, lernen beim Spielen, das finde ich ja persönlich immer am besten. Und auch so ein Spiel, wo wir quasi immer ne, Grundstücke kaufen, wir verkaufen, kaufen, verkaufen und immer mehr Geld dafür bekommen. Aber irgendwann platzt halt die Immobilienblase und wir wollen halt rechtzeitig vorher unsere Sachen verkauft haben. Sparta auch dann so ein Spiel, das war ein Kickstarter-Spiel. Ein Zwei-Personen-Spiel, bei dem Athena und Spartaner aufeinandertreffen, hat auch einen Solo-Modus, dauert zwei bis drei Stunden, ist ein Area-Control-Spiel, wobei halt klassisch so und so Truppen bewegen und dann da halt um Mehrheiten kämpfen, Karten ausspielen können mit verschiedenen Ereignissen. Auch davon habe ich mittlerweile schon einige Spiele gespielt. Es gibt einige Leute, die sind an diesen historischen Settings sehr interessiert und auch an diesen ne, Zwei-Personen-Duell-Spielen. Auch da werde ich wahrscheinlich nicht zukommen. Wie gesagt, ich würde mir super gerne jedes einzelne Spiel, das ich euch hier vorstelle, angucken. Aber da reicht einfach auch meine Zeit nicht für. Ich, ich mache das ja quasi hauptberuflich. Und Sparta wird dann auch eher so das Spiel sein, das da hinten überfallen wird. Auch gerade bei der Spieldauer. Es wird sicher auch nicht unkomplex sein. Und dann haben wir Tabletop-Spiele. Und auch da ist es erstmal spannend. Es ähm, gibt dann Marvel Crisis Protocol. Auch so ein Skirmish-Spiel im Marvel Universum, wo wir uns dann einfach diese Figuren zusammenbauen und dann da auch verschiedene Szenarien spielen können, mal gucken, wie das so wird. Mir persönlich reicht eigentlich, glaube ich, eher Marvel Champions, aber das wird sich vielleicht auch Markus einfach mal angucken. Weiß nicht, ob er dazu kommt. Vielleicht spielt das einfach mit und sagt entweder Hey, total toll oder sagt weiß ich auch nicht, ist so nur nach 15 wie alle anderen. Schauen wir uns einfach mal an. Bei Star Wars Shatterpoint war es ja so, das habe ich erstmal ne, sein lassen. Sagen, Miniaturenspiel auch nicht meine Welt. Skirmisher ist ja so eines der ganz, ganz wenigen Genres, die ich persönlich nicht so mag. Die ich schon irgendwie spiele, wo man auch viel mehr Zeit reinstecken müsste, als ich einfach dafür aufwenden will, weil es doch nicht so wirklich mein Spielsystem ist. Das ist ja einfach so, dass ich der sehr offen ist und ein großes Herz für alle Spiele hat. Alle passen da halt leider nicht rein. Aber auch da hat Markus gesagt, er hat's gespielt. Hat ihm gut gefallen, weil es auch super schwer ist, Figuren zu töten. Es geht mir wirklich darum, Missionsziele zu erfüllen und dann wirklich taktisch gut vorzugehen. Habe ich hier auch irgendwo liegen, werden wir auch spielen, wahrscheinlich diese Woche noch. Ich denke, dass Markus vielleicht Donnerstag vorbeikommen wird und dann gucken, oder auf jeden Fall irgendwann in den nächsten Wochen wird das hier auf dem Tisch landen. Gibt es auch ganz viel Extrakram, den man sich dazu kaufen kann. Mal gucken, wie gut das ankommt und was wir euch von dem ganzen extra Zeug da noch zeigen können. Und dann ne, für Star Wars Legion, ich weiß auch nicht, warum es da jetzt so zwei Spiele gibt. Star Wars Legion ist dann eher so das klassische Warhammer-mäßige Tabletop-Spiel und Star Wars Shatterpoint soll eher ein bisschen Brettspiel-mäßiger sein, aber. Ja, keine Ahnung. Und da gibt es eben auch ne, für X-Wing noch ein bisschen Kram. Für, für Song of Ice and Fire gibt es noch Sachen. Ja, und dann sind wir durch. Das sind einmal alle Sachen, die es so gab. Und das war einmal der Überblick über alle Asmode-Neuheiten. Ich werde davon einiges anfragen, einiges euch dann eben auch zeigen. Vielleicht manche Geschichten auch nur bei der Nachspiel in die Kamera halten. Nur mal so eine Neuheiten dann zu den asmodee neuheiten machen. Damit ihr auch einfach nochmal die Spiele dann wirklich so in Aktion seht. Dass wir vielleicht mal das Ganze unboxen, gemeinsam reingucken können. Das ist ja auch immer sehr schön. Spannend und natürlich, ne, wo wir dann Bock drauf haben, wo wir Zeit für finden. Die Spiele werden wir dann auf jeden Fall auch live spielen. Aber es gibt ja auch nicht nur Asmodee, es gibt noch ganz, ganz viele andere Hersteller, die auch alle spannende Spiele rausbringen, die wir uns auch natürlich gerne alle angucken. Also angucken möchte ich mir wie gesagt jedes Spiel mal gucken, wie viele davon wir wirklich auf den Tisch bekommen und was dann wirklich so die Spiele sein werden, die vom Jahrgang hängen bleiben. Und ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Ich weiß, es war wieder ein bisschen schnell, aber es gab viel zu erzählen. Ich hoffe, dass ihr einfach am Ball geblieben seid und ähm, ja, ich werde bestimmt noch ein paar mehr Vorschau-Videos zu den Spielneuheiten machen, sowohl zu den einzelnen Verlagen als auch basierend auf Board Game Geek, was da so eine Hotness ganz oben ist. was einfach so Spiele sind, die man sich angucken sollte. Karl Flo und ich werden auf jeden Fall auch unser Vorfreude-Video machen, wo wir euch sagen werden: Hey auf diese Spiele freuen wir uns mega. Ich habe ja auch schon ein Video gemacht, wo ich einfach sechs besondere Spiele vorgestellt habe, auf die ich sehr gespannt bin, weil die einfach nicht so Standard sind, sondern schon irgendwie was Besonderes haben. Und wie gesagt, da, es wird, das kommen noch die ganzen Presseshows jetzt. Wir sind am Wochenende bei den Spieleoffensiven, also B-Rex Pressetagen. Dann ist äh, Cosmos, dann Pegasus. Da werden wir euch auch mal von berichten, wo wir viele Spiele davon jetzt auch schon da haben und uns die auch schon vorher angucken können. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Gebt dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben. Wenn euch der Content hier auf dem Kanal gefällt, dann schaut auch sehr, sehr gerne mal bei Patreon vorbei, ob ihr den Kanal nicht unterstützen wollt, damit wir euch halt noch besseren Content machen können, auch einen unterwegs tollen Content machen können. Oder wenn ihr mögt, gerade eine Premiere ist, könnt ihr auch irgendwie einen super Chat da lassen oder unter das Video einen super Thank da lassen und damit den Kanal unterstützen oder per einmaliger PayPal-Spende. Es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie ihr die Arbeit hier unterstützen könnt, wenn ihr möchtet und wenn ihr einfach nur ganz fleißig guckt. Kommentiert, weiterempfehlt und Daumen nach oben gebt, dann freut mich das auf jeden Fall auch schon sehr. Ich hoffe, dass es euch gefällt. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Schaut auf jeden Fall bei der Vorspiel vorbei. Die Woche vor der Spiel werden Till und ich quasi auch eine Woche lang alle möglichen Neuheiten spielen, euch zeigen, vielleicht auch schon erste Neuheiten-Shows machen. Und dann nach der Spiel werden wir auch halt eine Woche lang die Basis hier abbauen und zu Marcel umziehen, da das Studio aufbauen mit super coolen Gästen. Werden wir euch auch von Montag bis Sonntag durchgehend Content bieten. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut. Bis bald. Und tschüss. you <laughs>